Atomkraftwerk AD. In einer gigantischen Staubwolke verschwinden am Donnerstagmorgen die beiden Kühltürme des Atomkraftwerks Philippsburg. Seit 1979 ragten die 152 Meter hohen Betonriesen über dem Landkreis Karlsruhe auf. Ende 2019 geht das Kernkraftwerk am Rheinufer vom Netz. Der Rückbau soll noch 10 bis 15 Jahre dauern, doch ein maschineller Abbruch der Kühltürme kommt nicht in Frage. Denn laut Energieversorger NBW wird die Kühlturmfläche demnächst als Knotenpunkt für den regionalen Stromtransport gebraucht. Darum also die Sprengung im Morgengrauen. Eine heimliche Aktion, denn wegen der Corona-Beschränkungen sind massenhaft Zuschauer nicht erwünscht. Der rechte Turm sackt zusammen, wenig später der linke. Zur Sprengung wurden zuvor gezielt Schlitze in die Kühltürme gebohrt, um die 32.500 Tonnen schweren Kolosse zu schwächen. In gebohrten Löchern wurden mehrere hundert Kilo Sprengstoff mit elektronischen Zündern untergebracht. Kurz, eine kontrollierte Fallrichtungssprengung ohne Druckwelle. Es ist die gängige Methode für derartige Abrissarbeiten. Der Betonschutt soll in den nächsten Monaten für die Aufschüttung des Geländes wiederverwendet werden. Die Kühltürme bleiben also quasi an Ort und Stelle.